Leute, heute haben wir den Adidas Messi 15.1 für euch im Test. UVP kostet der Schuh 200 Euro und er wird natürlich von Lionel Messi getragen. Was ihr von dem Schuh halten und wie er sich im Test schlägt, erfahrt ihr jetzt. Schauen wir als erstes auf Komfort und Passform. Das Obermaterial des Schuhs ist vor allem im vorderen Bereich sehr weich und angenehm. An der Ferse ist es zwar etwas steifer, doch dies stabilisiert eher und führte bei mir zu keinem Komfortproblem. Allerdings ist mir die Sohle zu steif gewesen, was sich auf Kunstrasen nach langer Spielzeit bemerkbar machte. Die Passform ist für schmale bis normale Füße gut geeignet, für sehr breite Füße würde ich den Schuh nicht unbedingt empfehlen. Insgesamt gibt der Messi-Schuh hier also ein gutes Bild ab. Das vom Messi vermittelte Ballgefühl ist sehr direkt und auch der Grip ist recht gut. Dies liegt an dem dünnen und flexiblen Obermaterial, welches fast so weich wie Leder wirkt. Das Ballgefühl und der First Touch sind also rundum gelungen, obwohl es noch ein kleines bisschen Luft nach oben gibt. Bei der Traktion ist anzumerken, dass man mit der FG-AG-Sohle nicht sehr gut auf Rasen klarkommt. Deshalb würde ich diese Version eher für Kunstrasen empfehlen. Die Haltbarkeit ist wie fast immer bei Adidas überragend. Der Schuh sollte auch bei Kunstrasenbelastungen mindestens eine Saison lang halten. Kommen wir zum Fazit über den Messi 15.1. Der Schuh hat auf jeden Fall ein gutes Gesamtbild abgegeben. Komfort und Haltbarkeit, aber auch das Ballgefühl haben überzeugt. Kritikpunkte sind meiner Meinung nach die etwas zu steife Sohle, die mittelmäßige Traktion auf Rasen und auch beim Grip gibt es noch etwas Luft nach oben. Empfehlen kann ich den Messi 15 trotzdem, er bietet eine etwas stabilere und robustere Alternative zum X15. Insgesamt erhält er 9 von 10 Punkten. Falls ihr Interesse habt, schaut bei kavila.de vorbei, den Link findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao!